Hallo, das ist der spitzschuppige Schirmling. Ein Giftpilz. Er hat diesen hellbraunen Hut mit dunkelbraunen, stachelartigen Schuppen. Wenn man nah hingeht, sieht man, dass die Schuppen an der Spitze etwas spitzig sind, daher der Name spitzschuppig, und sie sind wieder leicht heller als die Schuppen selbst. Nehmen wir den mal raus. Der spitzschuppige Schirmling hat weißliches Fleisch. Sieht man hier, wo er angefressen wurde. Seine Lamellen sind freistehend, wie hier sehr deutlich zu sehen ist. Die Lamellen sind weißlich und können später einen leicht hellbräunlichen Ton annehmen. Die Lamellen sind oft gegabelt. Das bedeutet, mal schauen, ob ich es auf die Aufnahme kriege, ja hier. Ich nehme mal einen Stock. Also die Schneiden sind oft gegabelt, das sieht man sehr schön. Hier kommt eine Lamelle und die teilt sich hier richtig in zwei auf. Nennt sich gegabelt. Der Geruch ist gasartig, kann leicht stechend und unangenehm sein. Ich finde, er riecht so ähnlich wie gewisse Stäublinge, Flaschenboviste zum Beispiel. Einfach intensiver, gasartig. So ein Ballongas, Lachgas ähnlich. So etwas süßlich-chemisch würde ich es beschreiben. Kommen wir zum Stiel. Der Stiel ist bräunlich und hat einen hängenden, nicht verschiebbaren Ring. Hier hat sich der Ring schon verabschiedet. Und unterhalb von dem Ring ist der Stiel etwas wollig-flockig. Das heißt nicht glatt, nicht kahl, recht grob, flockig geschuppt. Und dieser hier ist jetzt leicht verdickt an der Stielbasis. Ja, der spitzschuppige Schirmling. Ein Giftpilz.